Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Ion. Wir sind schon wieder in der Hallöle. Stahlhake. Immer noch in der Hatten, Stahlhage. ja, immer noch in der Stahlhake und schon wieder auch von mir, meiner Seite aus gesehen. Und wir sind hier drin und schlagen uns durch. Ich bin noch nicht gestorben in der letzten Folge. Hoffentlich wird es diese was. Bei dir ist noch alles synchron sozusagen. Ja, bei mir ist noch alles synchron. Ich habe dem Dü nämlich gerade erzählt, dass bei seinem Fußballmanager die erste Folge absolut unsynchron ist. Das stimmt Vollkommen doch gar nicht, oder? asynchron und Ja, vollkommen synchron. schlimm. Alter. Ja, und er Muss ich mir glaubt dann es selber nicht, nochmal weil. anschauen. Ja, genau, er glaubt es nicht, weil er hat sich das Video auch nicht genauer angeschaut. Schlimm, ne? Ja. Vor allem, Doch, ich glaube, habe ich wenn das die vorher erste. gemacht. Wie gesagt, wenn die erste Folge asynchron ist, sind eigentlich die ersten. Ja, die erste Aufnahme dann auch asynchron. Das ist ja das Lustige. Schön. Einmal mit Profis arbeiten. Naja, gut, Fußballmanager ist ja eh sein düser Volksprojekt, das kann ein paar Rückschläge verwarten. Auf dir. Was? Da fällt das nicht auf. Genau. Schön. So. Huch, was ist hier? Achso, ich bin im Netz gefangen. So. So, okay. Mal jetzt mal wieder ein bisschen mit dem nötigen Ernst hier die Stahlhäute platt machen. Ach ja. Genau. Gibt's eigentlich auch noch ein Schiff namens Holzhake? Nee. Das ist die Level 20 Instanz. Die Holzhake. Und mit Level 10 gab's auch schon eine. Die Stoffhake. Das war nicht so lustig. Naja, ich muss ja auch wieder den nötigen Ernst reinbringen. Hallo. Du lachst ja hier einen weg. Du stirbst ja fast vor Lachen. Ich kann dich da nicht sterben lassen. Mitten im Let's Play gestorben. Ich meine, das müsste ich dann natürlich veröffentlichen, aber. Ja, aber es würde mir leid tun. Glaube ich dir nicht. Hast recht. Ist ja scheißegal. Gar nicht. Ich will nicht, dass du einen Herzinfarkt bekommst. Gut. Wen soll ich dann sonst noch dissen? Keinen mehr. Ne, doch, es gibt genug Leute. Gibt bestimmt genug Leute, die ich dissen darf. Natürlich hat es mir ja erlaubt, vertraglich abgesichert. Und, Wir haben naja, wie keinen gesagt. Vertrag. Ja, das erzählt er natürlich nur, weil das im Vertrag steht, dass er das so erzählen muss. Und wie gesagt, in dem Vertrag steht natürlich auch drin, dass ich ihn permanent fertig machen muss. Lässt sich nicht vermeiden, das will man machen. Genau, du versuchst nämlich dadurch von deinem eigenen penetranten kleinen Scheiß-Ego abzulenken, damit du dich einem anderen gegenüber besser und toller fühlst. Ganz genau so ist Deswegen es. versuchst du andere runterzumachen. Ganz genau. Also das. Und mein scheiß Ego, wie gesagt, irgendwo muss es ja herkommen und deswegen muss ich das auch alle machen. Das ist, irgendwo muss ich es abreagieren. Deswegen habe ich ja extra den Vertrag mit dem Dü geschlossen, weil ich mag ihn ja einfach und ich will ihn ja nicht großartig verletzen und verärgern und so weiter und so fort. Deswegen haben wir das vertraglich so festgelegt und dann passt das auch. So. Ach so, da hat ein zweiter auf mich gehauen. Jetzt war ich abgelenkt. Stimmt, da waren ja zwei drin. Naja, macht nichts. Muss ich nochmal hinrennen. Der Typ freut sich jetzt bestimmt. Ich sag doch, in Was? dieser Folge wird's was. Oh, bist tot. Das war aber Nee. ja beabsichtigt. Das wisst ihr ja alle. Ne? Ich habe ja gesagt, in dieser Folge will ich sterben. Genau. Ups. So. Ich sterbe auch gleich. Was ich Nee, mal noch gebrauchen natürlich könnte, nicht. wäre eventuell eine neue Waffe, weil die Dinger, die ich habe, die schlagen nicht mehr so richtig durch. Müssten wir eventuell noch mal ein bisschen Gold sammeln dann. Müssen wir dann mal schauen. Ja. Eventuell. Weil ich weiß es gar nicht. Ich glaube mit 46, glaube ich, kann man dann. Oder 44, 45. Also wir fehlen, sagen wir mal so, von 44 bis 46 so in dem, oder ab dem Wiesenbereich kann man dann auch, gibt es dann auch so Platinmünzen, die man sich auch, kann man sich auch etwas besser erformen wie die Gold, würde ich fast denken. Und ja. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht, ob da eine Waffe mit dabei war. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich weiß es auch nicht.
Da, wie gesagt, wenn man die Chars hochgespielt hat, habe ich nie da irgendwie sowas in der Art halt gekauft. Ach so. Gekauft habe ich mir auch nie welche. Würde mir nie einfallen, würde mir das nicht. Nein, nein. Das wäre es ja auch. Ja. So, okay. So, ich muss natürlich noch mal dazu sagen, ich habe noch 92% Energie der Rast. Das ist deswegen, weil ich Abonnent bin, also Goldpaket-Nutzer. Und ich habe auch dadurch verschiedene Vergünstigungen noch. Ja, jetzt will er darauf anspielen, dass ich ja bei Star Wars mal ein Abo habe und natürlich dadurch ein paar XP mehr kriege. Aber die hatte er ja hier im Let's Play sowieso schon und da ist das ja kein Problem. Außerdem habe ich noch 94% Energie der Rast. Dann hast du halt einfach weniger getötet. Ja, aber das ändert ja nichts. Ich habe trotzdem 94%. Ja. Und wie viel Prozent bringt deine Energie der Rast an EP? 1000. Nein, ich meine jetzt, was wenn du auf den Buff drauf gehst, wie viel bringt die? 1000? 40% geben. Die gibt 40%, ja. Ja. Ich bekomme 60. Ja, weil du bescheißt, ne? Ja, weil ich Abonnent bin. Also, nee, du bist kein Abonnent. Du bist ja kein Abonnent. Du willst ja gar nicht abonnieren. Du kaufst dir das Ingame. Ja, das wurde auch mit realem Geld gekauft. Na und? Aber nicht von mir. Du bist ein Cheater. Stimmt's? Gib mir alle zu. Oh je. Oh, ich sterbe ja gleich wieder. Ich muss da mal echt drauf achten. Huch, da ist schon passiert. Siehst du, zwei Mobs sind einfach noch zu stark, weil ich den einen nicht rechtzeitig runterkriege. Ich habe einfach zu schwache Klamotten. Oh, bei dir sieht's aber auch nicht besser aus. Ja, geht schon. Ja, genau, 239. Ja, dauert halt kurz einen Moment. Ja gut, jetzt hat's mich. Siehste? Naja, gut. Komm du mal dorthin, wo ich bin, Junge! Wieso? Ich kann nicht schneller. Mit deinem Char würde ich das vielleicht auch schaffen. Wenn ich mich selber heilen könnte. Du wüsstest nicht mal, was mein Char macht. Natürlich nicht, ich habe deinen noch nie gespielt. Ja. Dann werden wir dann wahrscheinlich wenn wir auf Level 65 sind, dann danach. Dann tauschen ja. Wir die Accounts, genau. Nee, wir tauschen. Nein, das wäre ja. Ja, das ist gut. Wir tauschen dann die Accounts. Das klingt sehr gut. Nee, also Leute, ihr habt's gemerkt, mit Level 65 tauschen wir die Accounts, dann spielen wir mal gegeneinander. Ich komme dann mit einem von Düs 65er Chars. Oh, ich habe gerade gemerkt, vielleicht habt ihr das ja gemerkt. So viel zur Professionalität. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja, immerhin fällt mir nicht bei in jeder Folge das Mikro um bei dir. Wo fällt mir das Mikro denn um? Ja, in jeder Folge irgendwann einmal. Nein. Doch, Mikro. Bestimmt. Wo denn? Ich schwör's. Das stimmt nicht. Das stimmt. Ich schwöre es bei deinem Leben. Ach ja, einmal mit Profis, ne? Warum immer ich? Warum immer du? Warum immer ich? Weil du in deinem früheren Leben ganz böse warst. Du warst... Alice Schwarzer. Nee, du warst. Was? Erich Honecker. Nee. Wie hieß denn der jetzt? Du warst. Wie hieß jetzt der Bayern-Präsident gleich? Der Weißwurst Uli oder was? Ja, genau, der Uli Hoeneß ist fast dasselbe wie Erich Honecker. Genauso ein Bescheißer. Haben beide beschissen? Ja. Ja, die Welt ist grausam. Ja, nur ich bin ehrlich, das ist viel zu böse. Ich verstehe das nicht. Wie kann sowas sein? Wie kann eine Welt so grausam zu mir sein? Ich hier der ehrlichste Mensch der Welt bin. Daran glaubst du aber auch nicht. Doch. Du hast bestimmt auch oft genug schon gelogen.
Ja, aber ich bin ehrlich genug, das zuzugeben. Uli hat ja auch zugegeben, dass er gelogen hat. Ja, aber nur weil er sonst noch eine höhere Strafe bekommen hat. Hätte. Würdest du doch auch machen. Nein. Du würdest alles wahr dann versuchen zu vertuschen, ja. Nein, ich würde keine Steuern hinterziehen. So viel Kohle habe ich gar nicht, als dass ich da irgendwelche Steuern hinterziehen könnte. Ja, doch, klar. Weil letzten Endes ist ja Könntest du eigentlich so, auch hinterziehen, oder? ist ja letzten Endes so, alles, was der hinterzogen hat, ist ja nicht irgendwie ja einfach so für den weg gewesen. Das mussten dann die kleinen Bürger nachzahlen. Sprich, Das stimmt du hast allerdings, für ja. den Uli, der sowieso schon reich ist, obwohl du selber eine arme Sau bist, mehr oder weniger das bezahlen können. Das wäre da vielleicht doch irgendwann mal eine Steuererleichterung rausgesprungen. Nicht nur allein vom Uli, das waren schon ein paar Euro, die da hinterzogen hat, aber halt alle Steuerhinterzieher zusammengezogen. Und das Schlimme ist ja, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht, war glaube ich auch schon Stahlhake, weiß es gar nicht. Dass Weiß es auch nicht. Steuerhinterziehung ja wirklich das einzige Verbrechen hier in Deutschland ist, wo man durch eine Selbstanzeige straffrei rausgehen kann. Aber hat ja nicht geklappt. Ja, ne, weil er nicht genug angegeben hat. In dem Moment war halt nur das, was er quasi als Selbstanzeige gebracht hat, straffrei. Selber schuld, wenn er so doof ist. Ich habe kein Mitleid mit dem Kerl. Ist kein Bayern-Fan. Na, ne, selbst Bayern-Fans durften kein Mitleid mit dem haben. Das hat nichts mit Fan sein zu tun. Nein. Eigentlich hast du da recht. Das hat überhaupt nichts mit Denn Fan sein zu tun. wie Weil. gesagt, das ist ja doch schon ein Schaden an der Allgemeinheit. Und Eben. wenn dann Leute, Gott, das war ja gerade meistens auch in der letzten Zeit immer mal, gerade hier in den sozialen Netzwerken und Co. gewesen, sprich hier, Vergewaltiger und Kinderficker, die kriegen nur so und so viel und so weiter und hast nicht gesehen. Er Ne? hat Finger Aber der gesagt. hat, naja, aber der hat halt der gesamten Gesellschaft halt so geschadet, wenn man das so will, ne? Über 80 Millionen Leuten in Deutschland. Und Ja, ganz genau. Und nicht nur er, sondern halt auch alle anderen. Das hat aber auch nichts mit seinem früheren Beruf zu tun oder seinem anderen Beruf. Letzten Endes fragt man sich ja dann, wer gut, wenn er schon den deutschen Staat beklaut hat, was würde er dann mit seinem Verein gemacht haben oder da vielleicht auch noch was rausgezogen hat, was die hätten verbessern können. Ist ja auch möglich. Also insofern braucht man sich auch als Bayern-Fan würde ich mich da eher aufregen, weil das ist ja auch ein Rufschaden für den Verein gewesen. Das hat nichts mit Fußball hin oder her. Wie gesagt, ich bin jetzt kein direkter Bayern-Fan. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich einfach kein Fußball schaue. Bin so der Anti-Fußballer. Glaubt man gar nicht. Ach, schaust auch kein Fußballmanager. Naja, doch, eine Folge habe ich gesehen, aber die war asynchron. War das so? Lach nicht. Wollen wir da mal angucken. Ah, okay. Wo Höhen bist du denn jetzt und Tiefen eigentlich? in diesem in dieser Folge. Ganz ernste Fragen und ganz unernste Antworten. Wo bist du Ich denn? bin jetzt hier vor dem einen kleinen Quartier, wo da drin, wo ich ein paar Mal gestorben bin, wo eventuell irgendwas drin sein sollte. In dem Söldnerquartier, davor stehe ich. Oh, okay. Du wirst schon weiter sein, nicht Gut. wahr? Ich bin schon fast bei der Madame wieder. Ja, ne, wie gesagt, ich brauche meine Zeit. Ich bin ja Ja, auch schon klar. zweimal verstorben. Gut, du auch. Einmal zumindest. Einmal. Aber immerhin. Bei deiner Ausrüstung hätte ich gedacht, du kommst bis zum Ende hin. Was für eine Ausrüstung? Du hast doch die bessere Ausrüstung. Ja, Punkt. natürlich. Aber ich bin auch der schlechtere Spieler. Ich gebe das auch offen zu. So. Das macht aber nichts. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. Nee, ist ja auch nicht wirklich schlimm. Ich Nee. lache nur mal kurz drüber. Ich meine, alle anderen auch. Und dann ist Genau, auch wieder vergessen. ich hab kein Problem damit, wenn andere Leute über mich lachen, weil letzten Endes, wenn ich da ein Problem mit hätte, dann dürfte ich keine Let's Plays machen, weil Blödsinn stellt jeder mal an. Braucht sich nur halt Dylan's erste Folge von Fußballmanager anschauen. Ah, das war ein Witz, Ja, ne? der war gut, was? Ah, ging schon.
So, ich muss mir ganz kurz aufheulen. Obwohl, das kann ich auch außerhalb der Folge machen. Der Du kämpft gerade noch, wie ich sehe. Aber wenn er soweit Ja, ist. wir können auch beenden. Okay, dann Leute, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo ich mich hier ein bisschen ausruhe und überhaupt. Bis denne. Tschüss. Tschüss.